Hallo ihr Lieben, ich bin mega aufgeregt, weil ich stehe hier direkt am Frankfurter Römer. Und wenn ich gleich treffe, Herrn Uwe Becker, er ist der Bürgermeister, Kirchendezernent und Stadtkämmerer. Er hat mir vorgeschlagen, mich mit verschiedenen tollen Menschen aus verschiedenen Religionen zu connecten. Und wer und was mich heute erwartet, weiß ich gerade überhaupt nicht. Es bleibt spannend. Kommt mit. Okay, wow. Ich komme mir gerade schon sehr seriös vor. Ich erscheine hier endlich seriöse Männer. Ich bin ein sehr sportlicher Mensch. Hier rein. Hallo, Hallo Frau Miele, grüße Herr Becker, Sie. Herzlich willkommen. Kommen Sie rein. Dankeschön. Danke. Herr Becker, ich bin so froh, hier zu sein und bin auch ein bisschen nervös. So seriös habe ich mich, glaube ich, lange oder noch nie gefühlt. Was haben Sie heute geplant? Ja, Sie werden ja in den nächsten Tagen eine ganze Menge spannender Personen, Kulturen, Religionen kennenlernen. Heute gehen wir zum Wahrzeichen der Stadt, zum Dom, aber nicht nur zum Gebäude, sondern der Stadtdekan wartet dort und wird erzählen, was er im Dom und für die Gemeinde und für Frankfurt so alles macht. Ja, perfekt. Dann gehen wir doch rüber. Ja, super, ich freue mich. Danke. Gerne. Jetzt sind wir hier in unserem schönen Dom. Ach, cool! Super. Ja, und da wartet auch schon der Stadtdekan. Hallo, Herr Stadtdekan. Herzlich willkommen, Frau Miri. Frau Miri, Herr zu Els. Ja, Herr zu Els, Frau Miri. Freut mich ja, sehr. Am Südportal des Domes und gleich gehen wir rein. Sie sind in guten Händen. Alles Gute. Bin bis sehr später. Gespannt. Danke, danke, tschüss. Bis später. Danke, tschüss. Ciao. Dr. Herr Johannes zu Els. Genau. Wie wird man Pfarrer? Wann haben Sie sich dazu entschieden? Sie sind ja in Eltville geboren und dann? Genau, und dann habe ich erst einen ganz normalen Werdegang gehabt und habe Jura studiert und wollte Jurist werden, Wirtschaftsanwalt, und plötzlich kam mir das so langweilig vor. Und dann habe ich nach den weißen Flecken auf meiner Landkarte gesucht und dann habe ich alles hingeschmissen und habe Theologie studiert. Ach, super. Und wie waren Sie als Kind so? Ich würde sagen, normal. Also die Leute waren überrascht, als ich diese Wendung... Sie waren normal und sind jetzt nicht mehr normal? Oder? Ja, Pfarrer gilt halt bei den Leuten als ein ganz besonderes Leben. Ne? Ja, wir leben ja auch nicht mit Familie und so. Ist schon was außerordentliches. Sie haben keine Frauen und Kinder? Nee. Deswegen sind Sie so jung geblieben, oder? Das haben Sie jetzt gesagt. Ne? Nichts gegen uns Frauen. Wie läuft so ein typischer Gang hierhin? Also so ein typischer Gang für einen Katholiken, der sucht erstmal das Weihwasser. Normalerweise wird einfach mit der Hand reingedippt, machen die Leute so halb bewusstlos. Und jetzt muss man aber mit dem Fuß ein Tröpfchen hier erlösen, oben aus dem Hahn. Und dann wird ein Kreuz geschlagen mit dem Wasser über Stirn und Brust. Und dann erinnern wir uns an die Taufe, also das Gefühl von Taufe durch die Berührung mit dem Wasser. Ah, und dürfte ich es auch jetzt? Jeder darf das. Jeder darf das, cool. Und dann sucht der Katholik, der schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist wie ich und nicht mehr so leicht vom Boden hochkommt, sucht etwas, wo er sich festhalten kann, zum Beispiel hier, und macht eine Kniebeuge. Okay. Also ich beuge mein rechtes Knie. Vor Gott, vor Menschen beuge ich kein Knie, aber vor Gott tue ich das. Und Gott weiß ich hier drin und deswegen mache ich eine Kniebeuge. Und den Ministranten, meinen Messdienern, den bringe ich bei, wenn eine richtig schöne Kniebeuge, legt man sich ein Gesangbuch auf den Kopf. Ja. Und dann, wenn der Rücken richtig gerade ist, kann man die Kniebeuge machen, ohne dass das Buch runterfällt. Ne? Können wir das mal machen? Ja, da sind noch zwei Bücher. Wollen wir das mal? Probieren wir mal aus. Kopf und Rücken richtig gerade halten. Okay. Dann das rechte Knie runter. Ja. Und mit geradem Rücken wieder nach oben. Also Sie haben sich für die Messdiener-Ausbildung gerade qualifiziert. Oh, perfekt. Ja, super. Wir müssen das rausmachen, wo ich so mache, weil das war buddhistisch, das macht man nicht. Dann nee, müssen Sie auch nicht rausschneiden, ja, okay. Weil es gibt keine vorgeschriebenen Gebetshaltungen bei uns. Ne? Gibt's nicht? Nee. Und beim Friedensgruß mache ich an die Gemeinde, mache ich oft. Ah, so. Ich muss sagen, immer wenn ich in eine Kirche reinkomme, hier jetzt gerade auch besonders, es ist so ein warmes Gefühl, ne? Obwohl es ja hier eigentlich gar nicht warm ist. Ne? Also nee, jetzt äußerlich ist kühl, aber es ist etwas Anziehendes drin, was man schwer in Worte fassen kann. Und deswegen kommen sehr, sehr viele Leute hier rein und suchen diese Stille und diese besondere Atmosphäre, die in der Kirche ist. Super, dann suchen wir die Stille. Die brauche ich gerade, die innere Stille. Wo sind wir hier? Das ist sozusagen unser heiligster und stillster Raum,
der auch eine Riesenbedeutung in der Geschichte gehabt hat. Der Dom heißt ja der Bartholomäus-Dom und Bartholomäus war einer von den 12 Aposteln Jesu, also einer von seinen 12 wichtigsten Gewährsleuten. Oh, wow. Und den verehren die Frankfurter hier seit 1000 Jahren in diesem Dom. Ein kleines Stück von seiner Hirnschale ist hier als unser, als unser, ja, als unser größter Schatz. Und jeden Nachmittag von 3 bis 4 Uhr öffnen wir diesen Schrein. Also das könnte jetzt wirklich ein Stück von einem von den 12 Leuten, die um Jesus waren, sein. Und wie alt ist dann so ein Schädel? Also der müsste dann 2000 Jahre alt sein. Und was wir ganz sicher sagen können, ist, dass er seit 1000 Jahren hier in Frankfurt ist. Früher wären die Leute, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, sowas zu klauen. Ja, ja. Heute schon mal eher. Und deswegen müssen wir uns mit der Sicherung auch ein bisschen Mühe machen. Oh, okay. Und wenn es dann losgeht, was passiert dann? Oh, dann schlagen hier überall Flammen raus und die Boden beginnt zu zählen. Nee, ist Quatsch. Also okay. Und Laserstrahlen. Und hier ist der Raum der Stille, haben Sie auch gesagt. Ja, kann ich auch das, sehen. Das ist der Raum der Stille, weil die Leute müssen irgendwie einen Platz haben in dem lauten Frankfurt, wo sie sich hinretten können und wo sie niemand stört, wo sie mal für sich sein können, wo sie ins Gebet kommen können, meditieren können. Darf ich kurz Stille haben jetzt? Ja, klar. Wir machen eine kurze Meditation. Setzen Sie sich doch mal neben mich. Also mit dem Rücken gerade, beiden Füßen auf der Erde, den Händen vorne auf dem Knie, die Augen vielleicht geschlossen. Den Atem spürend, plötzlich merkt man, dass man lebendig ist und atmet. Ich halte den Atem immer so an, das merke ich dann, wenn ich dann kurz loslasse. Dann. Und jetzt lassen Sie ihn einfach so ungestresst raus und reingehen. Und auf einmal, wenn jetzt keiner mehr von uns was sagt und ich zu reden aufhöre, merken Sie, wie die Stille sich so um Sie breitet. Ist das nicht wunderbar? Boah, ich liebe das. Mitten im lauten Frankfurt und nur ein paar Vögelchen und sonst gar nichts? Also ich erlebe das häufig, dass sich Religionen miteinander streiten oder dass sie mal, ja, nur mein Gott oder nur... Also was halten Sie denn davon, dass es diese Art von Konflikte gibt? Also es muss Auseinandersetzungen geben, die machen auch Spaß. Aber am Ende werden wir nicht gefragt werden, wie viele Argumente wir gewonnen und wie viele Streitigkeiten wir als Sieger bestanden haben, sondern wie viel wir geliebt haben, würde ich mal sagen. Und danach wird abgerechnet. Und deswegen denke ich, streiten ja, sich auseinandersetzen ja, um die eigenen Sachen kämpfen ja, aber immer mit Augenmaß, mit so ein bisschen Augenzwinkern, mit Toleranz. Und wie ist das, wenn da mal zwei verschiedene Religionen aufeinander? Meinen Sie, es gibt die Chance für eine Liebe, auch wenn beide ihre Religion behalten und quasi zusammenziehen? Oder ja, es ist möglich, wenn die Liebe groß ist und der Verstand okay. Ne? Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen. Ne? Das geht aber religionsübergreifend. Ja, also dumme Menschen können nicht mit verschiedenen Religionen. Nein, dumme Menschen haben oft keinen Sinn für Toleranz, sondern sie meinen, sie müssten sich mit Gewalt durchsetzen. Ich habe eine interessante Erfahrung, das würde ich gerne hier erzählen. Und zwar hatte ich mal einen Kontakt, ich habe nur geschrieben mit einem Typen, ne, auf Instagram. Ich habe mit dem Kontakt gehabt über WhatsApp. Und der hat mir dann nach 2 Wochen geschrieben, hey du Neger, also ich muss sagen, du bist echt eine tolle Frau und alles passt. Und ich habe jetzt mal ausgerechnet für den nächsten paar Jahre. Und das mit Christentum, obwohl du ja super offen dafür bist, würde mit uns nicht klappen. Weil Sie keine Christin sind? Genau. Ja. Ja, das klingt ein bisschen so, wie wenn er vielleicht von einer Freikirche wäre, die es sehr ernst nehmen, ja. Mit denen das alles zusammenpasst. Ne? Und die hätten schon am liebsten auch, dass nur Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, untereinander heiraten. Ach ja. Es ist ein Risiko, aus der eigenen Kiste rauszuheiraten, aber ich meine, Liebe kann das. Also Liebe springt auch über Gräben rüber. Ich habe ihn einfach blockiert danach. Okay, ja. Also gestrichen. Ja. Next. Spaß. Das ist jetzt Backstage. Ah, das ist Backstage. Dürfen wir da auch filmen? Ja, kommen Sie, klar. Oh, wir dürfen Backstage filmen. Schnell, hier ist es schnell. Und das nennt man ein Birett, so ein Priesterhütchen für ganz besondere Gelegenheiten. Ich zieh's mal auf. Oh mein Gott, das sieht cool aus. Ja. Darf ich auch mal probieren? Sie dürfen auch mal probieren. Ehrlich? Spitze oh nach Gott. Vorne. Das ist eine große Ehre. Halt, also, Spitze nach vorne, richtig. So. So, oh mein Gott, danke, dass ich es anziehen darf. Ja, das ist echt klar. Cool. Ja, mega. Und warum Pink? Hat das irgendwie einen speziellen Grund? Dass es ja, so die höheren Geistlichen, wir haben ja auch so eine kleine Hierarchie mit oben, Mitte, unten. Ja.
Und ich sag mal, Mitte oben, ab Mitte oben wird es lila. Ah, da wird es lila. Und Sie sind? Ich bin Mitte oben. Mitte oben. Und kommt nach ihm dann jemand? Oder? Ja, der Bischof. Und da vorne hängt er, rechts, unser Bischof Georg. Ja. Und links in weiß unverkennbar der Papst. Gerade in der jetzigen Zeit, viele Ängste schießen ja bei allen hoch. Ich kenne es bei mir selbst auch, ne? Wenn man ein bisschen stiller ist. Da kommen immer diese Situationen, wo man ein bisschen ängstlich ist, aufwühlende Gedanken. Hat das auch ein Stadtdekan? Also ich bin jetzt 30 Jahre Priester und wenn ich am Anfang noch so Ideen hatte, dass ich irgendwie was anderes bin als die anderen Leute, die sind mir alle abhanden gekommen, die Ideen. Und ich würde mal sagen, meine Erfahrung ist, wir sind vor allem ganz genauso wie alle anderen Menschen auch. Also mit Ängsten, aber auch mit Tapferkeit und mit Krönchen abstauben und weitermachen und so. Ich habe eine Challenge vorbereitet und zwar Katholikenwitze. Und wer zuerst lacht? Hat verloren. Hat gewonnen. Hat gewonnen. Also, Katholikenwitze, mal gucken, wer lacht. Wie hat Ihnen denn in Rom die Sixtinische Kapelle gefallen? Die habe ich nicht gehört. Die muss wohl auf Tournee sein. Okay, das ist witzig. Habt ihr heute keinen Religionsunterricht gehabt? Ja, hatten wir. Und worüber hat der Pfarrer gesprochen? Das hat er nicht gesagt. Das ist witzig. Der Pfarrer redet einem seiner schwarzen Schafe ins Gewissen. Mein Sohn, ich glaube, wir werden uns nie im Himmel begegnen. Darauf das schwarze Schaf. Nanu, Herr Pfarrer, was haben Sie denn getan? Okay. Ein gewitztes schwarzes Schaf. Sie haben auch definitiv Humor, muss man jetzt an dieser Stelle erwähnen? Wenn ich nicht mehr lachen könnte über mich selber und über das, was so tagsüber passiert, dann höre ich auf. Erleben Sie viele lustige Sachen? Ja, ich habe vor allem viel mit Leuten zu tun, die selber gerne lachen. Ne? Meine Sekretärin, die so eine richtige Frankfurter, also mit allen Wassern gewaschene Frankfurterin, mit der kann ich viel lachen. Und, also da ist das Beichtzimmer. Können Sie mal gucken. So sieht das aus. Ach ja. Manche möchten nicht erkannt werden und andere bevorzugen ein Gespräch, wo man sich auch ins Gesicht gucken kann und dann setzt man sich hier hin. Und ich muss tatsächlich mit meinem Leben das Beichtgeheimnis verteidigen. Ich darf unter keinen Umständen auch auf der Folter niemandem etwas von dem sagen, was ich, was ich gehört habe. Ja klar, ja, weil sonst haben die Leute kein Vertrauen. Ja, danke schön für die tolle Führung. Gerne. Das hat so viel Spaß gemacht. Ist ja nicht selbstverständlich, wenn der Stadtdekan persönlich mir hier die Kirche zeigt. Ja, richtig toll. Noch eine letzte Frage hätte ich gerne. Wie versteht man Religion am meisten so? Ne? Also ich bin ja irgendwie auch zur Spiritualität gekommen. Ich interessiere mich für viele verschiedene Religionen. Aber wie schafft es der Mensch zu Mensch am besten, Religion für sich zu verinnerlichen? Man muss den Kopf erstmal in Gebrauch nehmen und kann viel wissen, kann sich bilden und kann vergleichen und studieren und so. Aber am Ende kommen sie drauf, alle Menschen, die wirklich Religion leben, werden von dem Geheimnis Gottes in ihrem Inneren, in ihrem Herzen angesprochen. Und wenn es richtig gut geht, dann werden auch herzenswarme, herzliche, herzhafte Leute draußen. Also so richtige Religion hat nicht mit Gewalt und Leute kleinkriegen zu tun, sondern mit Erbarmen und mit Toleranz. Wow, und auch Religion unter sich können sich nicht mit dem Verstand immer verstehen, aber mit dem Herzen schafft man es jedem Menschen zu. Ich denke, das müsste, wenn es gut geht, haut das hin. Haut das hin? Ja. Dann hoffen wir das, oder? Das hoffe ich auch. Super. Und was machen Sie jetzt noch, wenn ich jetzt gehe? Was machen ich mache noch ein bisschen an meiner Predigt für morgen und heute Abend ist noch ein Gottesdienst. Okay, ja, schön. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Freude dabei. Haben Sie einen schönen Tag und ich gehe hier die Tür raus. Durch die Tür raus und können gerne wieder reinkommen. Durch die Tür kommen Sie gerne wieder. Ach, bis achte mal, oder? Ich komme auf jeden Fall öfter. Ich komme öfter. Danke Ihnen vielmals. Danke. Ne? Vielen Dank. Schönen Tag. Danke. Viel Spaß. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao, ciao. So, das war doch jetzt mal cool. Und jetzt treffe ich wieder den Herrn Becker. Er holt mich ab. Da Hallo. Ist er auch schon. Hallo, Frau Amiri. Wie war es denn? Wie ist Ihr Eindruck? Hammer. Es hat so viel Spaß gemacht und ich habe so vieles dazugelernt. Was nehmen Sie so mit aus dem Gespräch? Ja, dass man mit dem Herzen den Nächsten immer am besten versteht. Toll.
So, und wer mehr erfahren möchte über die Stadt und die Kirchen, kann das sehr, sehr gerne tun auf frankfurt.de/Kirche. Ja, oder? Perfekt, richtig? Wunderbar. Sehr klasse. Gut. Also, wir verlinken natürlich nochmal alles in die Kommentare. Und sagt doch mal, was meint ihr, wo mich der Herr Becker als nächstes hinschickt? Oder was sind eure Wünsche? Wovon würdet ihr gerne mehr erfahren? Einfach in die Kommentare schreiben und wir machen das dann. Genau, wir sehen uns wieder. Super, danke schön für alles. Gute. Wir sagen tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.